Ich habe einen Text mitgebracht, den ich nicht eingesteckt habe, weil ich keine Hosentasche habe. Deswegen probiere ich ihn auswendig. Der Text heißt: Eine gute Tat. Ich hätte gerne einmal Freiland laufende Eier, ein Bund Sojasperma, eine Handvoll Tollkirschen und ein Liter Nestlewasser zum Blumengießen. Bevor ich vergesse, die Bio-Schokolade aus Afrika und die Fairtrade-Sneakers vom großen Bruder Amerika. Eine Packung tränengetränkter Feuchttücher der Kinder in Indien und Biobinden aus Bambusrinden. Dem ist noch nicht genug. Ich nehme meinen Mut und pack noch ein Tofu-Schnitzel ein und setze damit ein Zeichen für die Menschheit mit Kreditkarte. Darauf stoße ich an. Ich stoße an. Ich stoße. Auf. Ist mir schlecht von meiner guten Tat. Überhäuft von Bioprodukte war. Nein, stopp! Es ist eine gute Tat! Ja, natürlich. Es ist das Richtige. Das ist das einzige Wichtige. Benebelt vom Scheinwerferlicht der Werbung findet die Marktwirtschaft bei mir ihre Genugtuung. Denn je mehr Schein als Licht aufgeworfen wird, mir die besten Produkte als Freilandhaltung präsentiert, ich kein zweites Mal auf die Verpackung sehe und mich vom Vergnügen der grünen Bio-Schriftzügen verführen lasse und sukzessive erfasse, ich habe einen Kaufrausch. Ich lausche der letzten WG-Werbung und tausche meine Sammelmarken bei der nächsten Handelsmarkenkette, dessen Handlungsstränge ich nicht hinterfragt habe. Denn ich muss durch den Konsum. Hinter die dritte Welt. Ans Ende des Geldes, bis kein Preis mehr fällt. Gegen das Gewissen am Kapitalismus entlang. Und wenn ich nicht mehr kann, dann gehe ich daran. Irgendwann kauf mir alles zusammen, weil uns nur der Buchansitz halten kann. Durch den Konsum wird alles gut. Hauptsache Fairtrade drauf, Hauptsache Bio drin, Hauptsache armer Gürtel umgürtet meine nächste Hauptspeise und Hauptsache ist meine nächste Hauptspeise nur eine kleine Nebensache. Denn satt darf man nicht werden, denn von satt würden andere Menschen sterben. Denn von satt würde man für Massentierhaltung werben, denn von satt würden mich meine Eltern enterben. Sie werben mich zu leben von Luft und Liebe. Die 68er züchteten unsere Triebe, so schiebe ich den Hunger auf. Und kauf die teuersten Produkte in kleinsten Mengen ein, um den Gewissensbissen kein Bissen vorzuwerfen, ihn ruhig zu stellen und mir gewissenhaft, knurrend, eine Zigarette danach anzuzünden. So verpesten wir die Umwelt, finden unseren Platz nicht im Land, am Müllberge und haben nur eins: Hunger. Wir haben Hunger. Macht, aggressiv, aggressiv, Macht, Macht, die wir missbrauchen. Im Konsum waren den nächsten Bedürftigen über den Misthaufen laufen. Ja, wir wollen Bio- und Fairtrade leben. Doch ist es am Ende nicht ein Produkt, nach dem wir streben? Es zum Aushängeschild wird und sich dahinter eine leere Fassade verbirgt? Hör auf zu saufen. Ich muss durch den Konsum, hinter das Licht, ans Ende der Menschlichkeit, dort, wo kein Hahn danach kräht, gegen die Vernunft am Irrsinn entlang. Und wenn ich nicht mehr kann, denke ich daran, irgendwann ersaufen wir daran, weil uns keine Courage mehr halten kann. Durch den Konsum wird alles gut. Ist das meine gute Tat? Ja, natürlich.
Ich lasse die Kreditkarte einmal stecken, nehme die Brille der Scheinheiligkeit ab und mache mir meinen Finger dreckig, indem ich das Elend anpacke und den nächsten Bedürftigen auf der Straße zum Essen einlade. Singen wir nicht mehr sinnleere Lieder, du musst nicht durch den Konsum. Pflanz deinen eigenen Apfelbaum, Tomaten im Garten verursachen keinen Schaden. Selbstgezogener Sellerie schadet nie, doch in alledem vergessen wir nicht, dass der Wert eines Menschen höher ist. Ich hätte gerne einmal Menschlichkeit zum Mitnehmen, Courage zum Überziehen, ein Herz in XXL, Hoffnung für schlechte Zeiten und Geduld, die die Not übersteigt und ein Glaube, der mich sehen lässt. Ach, und nicht zu vergessen, ein bisschen Weisheit für meinen nächsten Einkauf. Bitte.